Guten Tag, Studenten. Herzlich willkommen zu meinem letzten Vlog. Dem Werkausvlog. Ich bin Mauro Theissen und ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Valkenburg. Ich studiere an der Hotel Management School in Maastricht. Ich werde euch heute etwas erzählen, warum ihr zumindest mal einmal nach Maastricht kommen müsst. Weil ich aus Valkenburg komme, ist Maastricht nicht neu für mich. Und ich kenne alle Sehenswürdigkeiten von dieser Stadt. Heute möchte ich erst etwas über die Stadt Maastricht erzählen. Maastricht ist die Hauptstadt der Provinz Limburg. Es ist eine der ältesten Städte in den Niederlanden. Und das merkt man während, wenn man durch die Stadt läuft. In Maastricht findet man viele gemütliche Cafés und gute Restaurants. Es herrscht eine gemütliche Atmosphäre und Sie können auch das schöne Nachtleben von Maastricht erleben. Also, wir gehen jetzt in die Stadt mit dem Zug. Und ja, ich sehe Sie über 5 Minuten. Tschüss. So, und jetzt laufen wir nach dem Zug. Und ja, so, das ist die Hotelschule. Wir müssen 5 Minuten laufen für den Zug. Und dann sind wir in 10 Minuten sind wir in der Stadt. So, tschüss. So, und jetzt sind wir in die Stadt Maastricht. Wir sind heute in dem Zentrum. Das ist die schöne Station von Maastricht. Und nun laufen wir nach dem Stadtpark, wo ich Ihnen etwas gehen erzählen über das Park. So, tschüss. So, zuerst führe ich Ihnen in den authentischen Stadtpark von Maastricht. Dies ist ein bekannter Ort unter den Studenten und Jugendlichen von Maastricht. Hier herrscht immer eine sehr gemütliche Atmosphäre und hinter diesem Park verbirgt sich auch eine schöne Geschichte. Wie ich Ihnen jetzt zeige, stehen wir neben dem ehemaligen Bärengraben, wo früher echte Bären lebten, aber das konnte natürlich nicht lange dauern. Deshalb hat der Bärenkuil ein künstliches Ziel erhalten. Wenn wir zurück ins Zentrum gehen, finden Sie den Zoo. Es wurde 2019 komplett renoviert und die Hirsche und andere Tiere werden noch in diesem Jahr in den Park zurückkehren. Jetzt gehe ich aus dem Stadtpark und ich bringe Sie in den Kirchenbuchen. Hier ist der Bärenkuil. Es ist sehr schön und hier haben wir ein sehr schönes Stadtmauer. Es ist also sehr schön und das Wetter ist sehr gut. So, ich gehe nach dem Freithof. Tschüss! Also, wie Sie sehen können, sind wir im schönen Designhotel Kreuzherren angekommen. Das ehemalige Kloster wurde komplett in ein Luxus-Designhotel umgebaut, wo die Gäste heute schlafen, speisen und inmitten von Luxus und Design wohnen. Lebte einst die Kreuzigung. Die Kreuzigung war eines der 22 Kloster, die im Mittelalter innerhalb der Stadtmauer von Maastricht lagen. In der französischen Ära wurde die Kloster von den französischen Besatzern abgeschafft und die Kreuzherren gingen in andere Orte. Im Jahr 2003 wurde das Kloster vom berühmten Hotelier Camille Oostwegel gekauft. Dort gründet er ein Designhotel. Und wie Sie sehen können, ist das ein sehr schönes Hotel. Es ist sehr teuer und Sie können es gut essen. Ja, wir können nicht nach binnen, aber von der Auskant ist das auch sehr schön. Und wir gehen nach dem Sphinx-Quartier. Tschüss! Und jetzt sind wir bei der Buchhandlung Die Dominikaner. Die Kirche ist von innen und außen sehr schön. Die Buchhandlung, die sich jetzt darin befindet, hat sich seit 2006 hier niedergelassen. Vor 200 Jahren verlor die Kirche ihre heilige Funktion. Seitdem hat die Kirche mehrere Funktionen. Sie war sogar ein Fahrradabsatzplatz. Die Buchhandlung ist auch bei den Maastrichter sehr beliebt.
Sie kommen gerne hierher, um einen ruhigen Ort zu finden und um sich ein Buch zu heraussuchen. Die Buchhandlung Dominikaner verfügt über ein breites und tiefes Angebot an öffentlichen Büchern, Musik und Büchern für Fachleute, aber auch für den Nicht-Buchliebhaber ist dies ein Ort, den man hätte besuchen sollen. Wenn man in Maastricht ist, auf dem ehemaligen Chor der Dominikanerkirche, können Sie einen köstlichen Cappuccino oder ein Mittagessen genießen, das von den berühmten Blanche d'Arles Café Lovers ist, der Maastrichter Stadtbrennerei. Ja, das ist ein sehr schönes Café und es ist sehr, sehr, sehr gut. Ich gehe Ihnen nach dem Kreuzherrenhotel bringen für noch ein schöneres Video. So, tschüss. Also, und hier kann den Maastrichter oder den Tourist ein schönes Café oder ein Cappuccino trinken. Auch haben sie etwas Mittagessen, also eine sehr kleine Speiskarte. Und es ist ein sehr schönes Kaffeestand. So, abschließend möchte ich Ihnen das neue Sphinxviertel zeigen. Das ist ein neuer, moderner Stadtteil mit Luxusresidenzen sein wird. Die Sphinxpassage ist ein 120 Meter langer, überdachter Fließengang zwischen dem Eiffelgebäude und einem Kino. Fast 30.000 Kacheln erwecken die Vergangenheit der Maastrichter Sphinx in Wort, Bild und Objekt zum Leben. Es ist eine sehr schöne Passage mit allerlei kleinen Bildern und kleine Bilder und Tische und Taschen. Es ist eine sehr lange Passage, aber die ist sehr schön und ein sehr schönes Teil von Maastricht. So, tschüss. Leider sind wir am Ende dieses Vlogs angelangt. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein gutes Bild von Maastricht vermitteln konnte. Ich möchte Sie einladen, diese schöne Stadt zu besuchen. Vielen Dank für Ihr Zuschauen und vielleicht treffen wir uns in Maastricht. Tschüss.